Hallo, hier ist Kerstin von JMC. Ich sitze hier im netten Backstage-Bereich des Huxleys, weil unsere Gäste heute hier ein Konzert geben im Vorprogramm von Jennifer Rostock. Begrüßt ganz lieb Ludwig Fan. Hallo Jungs, danke, dass ihr Zeit für uns habt. Hallo. Wie geht's euch? Gut. Ja. So, vorweg meine erste Frage. Mögt ihr klassische Musik? Ja, sehr gerne. Also ich bin auch Klavier in der Band und ich habe früher viel Klassik gespielt und höre ich auch immer noch gerne. Und deshalb auch der Bandname? Nee, der Bandname, da kann Jesper am besten. der Bandname, der kommt nämlich von dem Film Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Natürlich, ein klasse Film, den du noch nicht gesehen hast, musst du sehen. Auf jeden Fall ist da der Hauptdarsteller totaler Beethoven-Fan und sagte dann immer Lovely, Lovely Ludwig Van. Das fand ich irgendwie cool, wie er das gesagt hat. Also habt ihr nicht nur einen sehr großen Musiker in eurem Namen, sondern ich habe ja auch mal ein bisschen über euch gelesen und wenn ich so eure Biografie verfolge, da findet man immer so Spuren von Musikern. Also ihr habt den John Lennon Award gewonnen, ihr habt Supporter, also so Band-Supporter wie Tomte, Jennifer Rostock und so. Welche Musiker findet ihr denn richtig groß oder welche Bands? Also ich habe ja letztens zum Beispiel U2 gesehen und das fand ich richtig klasse. Das war einfach nur ein geiles Konzert, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht sehr politisch engagiert wie die, aber war top. Wir ziehen unsere Einflüsse einfach aus verschiedenen Musikrichtungen und Interpreten. Da kann man nicht direkt ein Band oder ein Künstler sagen. Da sind immer viele, die uns beeinflussen in der Musik halt. Ihr habt ja auch schon also unglaublich viele Konzerte hinter euch. Ihr werdet im Radio gespielt. Wo findet ihr, liegt euer Potenzial, mal auch zu den Großen zu gehören? Also unser Potenzial liegt auf jeden Fall in den Live-Konzerten, weil das ist das, wofür wir eigentlich Musik machen. Wir machen Musik nicht nur, um zu Hause irgendwie im Proberaum zu sitzen im Keller und sagen, ja toll, jetzt haben wir ein Lied geschrieben, backen wir uns einen Keks draus. Yay! Juhu! Nein, also unser Ding ist einfach live zu spielen, das den Leuten zu präsentieren und einfach mit ganz vielen Leuten zusammen Spaß dran zu haben. Und ihr seid ja jetzt auch letztes Jahr hier nach Berlin gezogen und die Stadt hat ja an sich auch viel so zu erzählen, so musikalisch, historisch. Beeinflusst das euer Songwriting? Weil ihr bringt ja nächstes Jahr auch wieder was raus. Ja, jedes Mal, wenn du irgendwie dein Umfeld so wechselst, dann hast du ja eine ganz neue Inspirationsquelle irgendwie und das beeinflusst dich ja total in jeder Lebenssituation wahrscheinlich irgendwie. Und da war schon, ich finde schon, dass wir eine Entwicklung irgendwie gemacht haben, aber auch weil die Konkurrenz ja hier in Berlin einfach so riesig ist und wenn du da, wir kommen aus einer Kleinstadt wie Flensburg halt und wo die Musikszene zwar groß ist, aber ja, du hast ja halt nicht so viel Konkurrenz wie jetzt hier, ne? Also, und von daher muss man sich selber in den Arsch treten, wenn du da nicht plötzlich von, also voll auf die Fresse fliegen willst. Und das hat, glaube ich, auch ziemlich viel zur Inspiration so dabei getragen, dass man sich gepusht hat. Berlin ist ja einfach eine Künstlerstadt und man trifft an jeder Ecke irgendeine Art von Kunst. Man sieht ja so viele Sachen, die einfach dann auch eben einen prägen und sich dann auch natürlich auf die Musik auswirken. Und das hat uns auch echt in dem Jahr jetzt schon wirklich weit nach vorne gebracht. Wir haben viele neue Einflüsse und Eindrücke gekriegt hier in Berlin halt. Nochmal generell zu euren Songs. Also ihr habt ja gesagt, so eine neue Umgebung beeinflusst schon. Wenn ihr jetzt Songs schreibt, macht ihr das aus dem Standpunkt heraus, ich bin jetzt inspiriert und ihr schreibt was oder setzt ihr euch tatsächlich im Proberaum und arbeitet das ab und am Ende muss irgendwas stehen? Na, es ist eigentlich so, dass einer meistens von den musikalischen Leuten hier in der Band. wir sind halt drei Musiker und ein Schlagzeuger. So ist es einfach, dass die ganz viele Ideen haben für irgendwelche Hooklines, Riffs, keine Ahnung, Melodien und dann hört man sich das an und dann kommt man selber vielleicht mit einer Idee oder einem Eindruck dazu und so stricken wir dann halt einen Song zusammen. Und ganz am Ende ist dann Jesper derjenige, der sich sozusagen im Rausch dieser Musik dann den Text dazu findet. Also ich würde sagen, musikalischen Feinschliff gibt natürlich immer so einen Text, der dann irgendwie was aussagt, so, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt hier so ein Weltverbesserer bin und dir sagen kann, was morgen für ein Tag wird. So, aber ich kann dir dann vielleicht ein bisschen mehr helfen, wenn du mal ein bisschen Heimweh hast. Und so. Okay. Habe ich mir eure Musik dann auch angehört, die auf MySpace war und da kamen dann auch so Songs wie Empty Walk oder
Cops of Mystery und da sind ja auch, die sind ja auch eher so, ich bin einsam und irgendwie so sehr traurig und melancholisch und das ist, hat man ja auch in der Musikgeschichte, dass das irgendwie die Songs sind, die alle so super berühren. Warum faszinieren gerade diese traurigen Themen, dass das Melancholische, was macht die Faszination da so? Ich glaube, weil das ist einfach nur die, das sind die stärksten Empfindungen, die du hast und wenn, ich meine, klar kann so ein Glücksgefühl total dich euphorisieren oder so, aber du merkst es halt umso doller, wenn du mal, ja, wenn da mal was ist, was dir fehlt oder ja, Herzkummer und so ein Kram. Aber ihr müsst jetzt nicht zwangsläufig total traurig sein, um traurige Songs zu schreiben. Wir sind auch zwangsläufig total gut drauf immer. Wir sind eigentlich gar nicht traurig und ja, man kann ja trotzdem auch so, ja, so, ja. Fertig. Ja, da mehr Fragen habe ich eigentlich schon. Ich habe noch eine kurze Info. Wer sich mal von uns euphorisieren lassen möchte, der kann einfach am 17. Dezember, ist es glaube ich, nach Hamburg kommen ins Molotow. Da sind wir im Vorprogramm von den Trash Monkeys. Und am 23. sind wir in Bremen im Tower, auch im Vorprogramm von den Trash Monkeys. Irgendwelche anderen? Ja, im Januar sind wir noch in Flensburg im Volksbad, am 29. Ja, das habe ich auch gelesen. Und am 30. sind wir in andersrum. Am 29. sind wir in Husum und am 30. in Flensburg im Volksbad. Und sonst kann man auch einfach auf MySpace. Genau, wollte ich gerade sagen, wer sich das nicht merken kann, der kann ja einfach bei euch auf MySpace gucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend. Ja. Vielen Dank. Okay. Und bedanke mich für eure Zeit. Ja, und gerne doch. Ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.